Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Fallout 4. Wir machen weiter. Und begeben uns jetzt mal Richtung Concord. Moment mal. Was ist das? Das ist ein Baumstumpf. Haben wir die Häuser schon? Nee, haben wir nicht. Aber bisher haben wir auch dann nichts großartig Geiles gefunden. Das ist das Problem. Und ich will jetzt euch... Das ist immer so der... Da muss man sich immer so ein bisschen... Geil, Splittergranate, her damit. Da muss man sich immer so ein bisschen entscheiden, will man jetzt wirklich alles untersuchen, wie man es eigentlich machen würde, oder will man versuchen, den Leuten ein bisschen was zu zeigen. Gammler Outfit Plus. Okay. Fleisch vom Mischlingshund. Zieht euch die Fratze an. Seht euch die Fratze an. Richtig geiles Game Design. Was ich mich allerdings gerade frage, warum gibt es eigentlich keinen Knopf für alles mitnehmen? Bei den Sachen. Wenn man Sachen looten kann. Warum? Da kann man auch nichts mitnehmen. Uncool. Verstrahlte Distel. Packen wir einfach mal ein in die Tasche, dann sind sie wahrscheinlich nicht mehr verstrahlt. Dann geht das schon klar auf jeden Fall. Begrüß den Hund! Oh mein Gott! Ein Wow-Wow! Hey Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Yeah! Hey. Hier drüben. Ich hab'n Hund. Bist du Dogmeat? Du bist nicht Dogmeat. Wie nennen wir dich denn? Hey. Warte da. Wie geht's dir, Kumpel? Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Hast du was? Ja, nicht schlecht. Hey. Handeln. Er ist ja krass, der kann Sachen für uns aufbewahren. Aufgepasst. Wie geht's dir, Kumpel? Hey Junge, kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Kleinen Scheiß... Oh, Alter, wie viel... Kleinen Mistratten. Okay. Oh, ein Schuss reicht schon. Weg von meinem Hund! Oh mein Gott, wenn ihr den tötet, ich flipp komplett aus dann. Wehr dich doch! Bist du doof oder was? Wehr dich! Der macht einfach nichts, der Hund. Was geht ab mit dir, Junge? Aufgepasst. Komm schon. Was ist mit dem Hund los, Mensch? Alter. Ich will doch nicht, dass du stirbst, mein Junge. Ist denn falsch mit dir, Mensch? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ach da. Alter. Kacken scheiß Maulwurfsratten, ey.
Das ist ja interessant. Ja, verlassen wir erstmal. Alle Modifizierungs- und Herstellungsstationen in deinem Werkstattsorden haben automatisch Zugriff auf alle eingelagerten Gegenstände. Aha. Haben sie, ja? Das ist eine Werkstatt, das ist eine Waffenbank. Ach du Scheiße, ja, das ist ja das Bausystem. Das Städtebausystem. Oh Gott, ist ein. Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Du wechselst mit Steuerkreuz links und rechts zwischen den Optionen. Oh mein Gott. Okay. Kann ich alles nicht herstellen. Oh mein Gott. Nee. So, warte mal. Leute, Essen, Wasser, Energie, Schutz. Oh mein Gott. Alles klar. So. Und wie weit reicht es? Das ist die Zone, ja? Das geht jetzt nicht mehr. Nee. Ah, alles klar, okay. Wuhu! Ja, damit werde ich mich jetzt aber erstmal nicht beschäftigen, das sage ich jetzt schon mal. Denn, ich glaube, das könnte dauern. Wenn du da erstmal durchsteigst, wie du hier alles zusammenbaust. Plus, wenn du es denn verstanden hast, dann baust du erstmal hier ewig, Alter. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, zumindest, oder? Ich nehme einfach alles mit. Und einen neuen Toaster könnte ich auch ganz gut bauen. Aufgepasst. Hä? Warum? Warum habe ich denn plötzlich Strahlung bekommen, Marcel? Das raff ich jetzt aber nicht. Warum? Was ist denn jetzt los? Ach, die Umgebung. Was ist denn jetzt los? Ich raff's nicht. Warum? Ich raff's nicht. Leute, woher soll ich wissen, was hier abgeht gerade? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, was hier gerade abgeht. Eine Brahmin, die zweiköpfige Kuh. Sehr schön. Boah. Ich kann mich davor auch überhaupt nicht schützen, kann das sein, oder?
Nee. Wenn ich hier irgendwie drinnen bin, kann ich mich auch nicht schützen. Alter, Leute, was soll der Kack? Aua, Mensch, geh doch aus dem Weg, Mensch. Oh, sowas hasse ich ja. So, ich schlaf mal eben. Ist es jetzt wieder vorbei? Jetzt ist es wieder vorbei. Okay, ich schlafe aber trotzdem noch ein bisschen. So um 7 Uhr aufstehen, 7 Uhr 46. Das hat mich jetzt aber ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Da bleibt uns wahrscheinlich wirklich nichts übrig, als irgendwo einen Unterschlupf zu finden. Oh, Nuka-Cola Quantum, Alter, was geht? Als irgendwo einen Unterschlupf zu finden und abzuhauen, oder? Und dann irgendwie zu sleepen oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt fucking nochmal verstrahlt. Was mir gar nicht gefällt übrigens. Ja, man muss erstmal reinkommen, wa? Man muss erstmal reinkommen. Alles klar. Oh, wir haben Concord entdeckt. Sehr nice. Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. So, Moment mal. Also. Level up. Jetzt kann ich... Kann ich die denn jetzt auch schon alle kaufen? Tatsächlich, ich glaube schon, oder? Ja, okay. Puh, Leute, was soll ich denn nehmen jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich bin vollkommen überfordert gerade, das ist so viel Auswahl. Es ist so viel Auswahl einfach. Machen wir das einfach einen Charme und gut ist. Okay. Jetzt ist die Frage, wo kann ich denn meinen kleinen Wauwau umbenennen? Wo geht denn das? Geht doch so nicht, dass er Hund heißt, oder? Das muss ich auch noch herausfinden. Ich höre da was.
Die sind am Ballern dort hinten. Tatsächlich, da hinten, seht ihr das? So. Oh, stimmt, wir hatten ja auch. Stimmt, wir hatten ja auch noch Sachen gefunden. Die können wir ja auch erstmal. Können wir auch erstmal, bevor wir uns da reinstürzen, da mitten ins Gefecht gehen. Können wir ja auch erstmal ganz kurz gucken, was wir da so an Kleidung haben. Wie sehen wir jetzt aus? Nicht schlecht, glaube ich. Gammler Outfit halt. Ja, Leute, ich muss, ey, ohne Witz, also vielleicht könnt ihr ja da einfach mal helfen. Ich hau ja immer die ganze Zeit raus, was mich gerade bedrückt. Vielleicht könnt ihr ja da einfach mal helfen. Und ein paar Tipps reinhauen. Was ich halt noch nicht ganz immer definieren kann zum Anfang. Diese ganzen kleinen Abkürzungen da. Plus, was bringt jetzt mehr? Weil hier sind denn, hier ist Schadenresistenz. Plus 5, warte mal, das ist einfach nur ein, das meine ich, Alter, was ist jetzt, das ist auch so ein Ding, was ist jetzt nur für den Kopf, was ist für den ganzen Körper, seht ihr, zack, das ist jetzt wieder, das wechselt es wieder, Schadenresistenz 5, heißt es gegen Strahlung, dann haben wir noch hier so ein kleines Blitzsymbol, was heißt das wiederum? Hier ist wieder das radioaktive Symbol. Aber das muss doch auch eigentlich allgemeine Werte haben, oder nicht? Und das verstehe ich noch nicht, ganz ehrlich gesagt. Was es für einen allgemeinen Schutz hat gegen alles und jeden. Wisst ihr, was ich meine? Ich hatte gerade voll den Spaß. Allerdings ist einer. So, was ich noch nicht gemacht habe, ist nochmal kurz gucken bei den Waffen. Wo sind die Waffen? Du Schweinehund! Verdammter Raider! Da sagst du nichts mehr, wa? Was ist das hier, Alter? Ach, hier hat jemand, glaube ich, eine Laserpistole angesetzt. Hey, hier oben! Aufgepasst! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Lasermuskete. Ja, Moment. Moment mal eben, Tier. So. Ja, es ist abgeschlossen. Kannst du das mal jetzt bitte wegmachen? Ich sehe nur die Hälfte irgendwie. Wir haben schon wieder einen Levelaufstieg. Ich hab's nicht mal mitbekommen. Ey, Leute, ey, ohne Witz, ich bin gerade extrem überfordert. Ich habe Fallout über 100 Stunden gespielt, aber ich bin trotzdem extrem überfordert. Gerade so viele neue Eindrücke und erstmal sammeln, also einsammeln und sich selbst sammeln. Was geht hier eigentlich ab? Die Übersicht
versuchen nichts zu verlieren, etc. So, nehme ich das jetzt hier. Fette Wumme am Start. Begonnen, wenn die Freiheit ruft. Optional, nimm die Lasermuskete, haben wir gemacht. Warum wird das nicht direkt abgehakt? Position halten. Aber langsam nervst du ein bisschen, dass du die ganze Zeit im Weg stehst, wa? Ich hasse das, wenn KI-Leute, Figuren oder sonst was immer im Weg stehen irgendwie. So. Was geht jetzt hier ab? Wo sind wir gelandet? Ob ich den Kopf überhaupt treffe. Der geht nämlich genau in dem Moment in Deckung. Abgeschlossen. Scheiße. Ich muss nach oben. Wie komme ich denn nach oben, Mensch? Yeah. Du Sackratte, du. Au, au! Totales Chaos hier bei mir. Sind sie denn jetzt? Wo sind sie denn jetzt? Noch eine Stufe höher? Ja, tatsächlich. Okay, komm, ich gehe jetzt erstmal nach oben und später können wir den einsammeln. Kann ich schießen? Kann man so nicht schießen? Muss man in den Modus gehen? Kritischer Treffer! So, das hätten wir. Jeder Schuss muss nachgeladen werden. Deswegen konnte ich nicht schießen. Ich bin so ein Affengesicht einfach nur. Manchmal. Oft. Immer. Und ich wundere mich schon. Ich kann gar nicht schießen. Muss man in dem Modus drin sein? Oh Gott, halt doch einfach dein Maul. Und jetzt sucht er trotzdem erstmal. So bin ich halt. Ey, ich bin zu groß. Aufpassen, aufpassen. Wir wollen noch eine Stufe höher. Habe ich irgendwas übersehen? Wo kann man hier hochklettern? Geht es? Naja. Nee, ja, nicht so. Da oben müssen wir hin. Das ist schon klar. Hier vielleicht. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Ja.
Komm, du Schisser! Klappt das nicht so. Okay. Komm schon, du harter Bursche. Komm schon. Meinst du so? Zack, Junge. So läuft's nämlich. So läuft's nämlich. Okay, die sind natürlich sehr, ich sag mal, gnädig für das, was ich hier gerade biete an Skill. Also in Anführungsstrichen Skill. Denn das war jetzt eher... Ich zieh jedem Einzelnen von euch die Haut ab. Komm. Besser als die Hose, Junge. Da stehe ich nämlich nicht so drauf. Du bist sowas von... Jo, alles klar. Höchstwahrscheinlich bin ich gleich tot. No Cola, Alter. Das geht gar nicht klar. Mann, was kannst du eigentlich? Saugus. Du Pflaumengesicht. Geht doch. Gottes Willen, Leute, das kann ja was werden hier. Das kann ja was werden. Das war noch das Schöne, bei Fallout 3 hat mir niemand zugeschaut. Da konnte ich scheiße sein, wie ich will, aber jetzt schaut mir die halbe Welt zu. Auf jeden Fall schaut ihr die halbe Welt zu. Ja, mindestens 5 Leute. 3 Freunde, ich und ein Zuschauer. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Nein, das ist es nicht. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Vielleicht. Wie du siehst, haben wir ja ein paar Probleme. Nee. Ja, ich sehe das. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus Nein, und leben das ist lang. Es nicht. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Das war jetzt, ich weiß schon, was Ghule sind. Ich wollte eher so, Ghule was? Warum das? Warum hier? Was geht denn hier ab? Mäßig, so wollte ich eigentlich fragen. Dann lass mal hören. Ja, Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Gefällt mir. Ja, dachte ich's mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Hm, könnte funktionieren. Es wird funktionieren, wenn wir den Anzug reaktivieren können. Der hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK.
Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir wissen, wo man eine findet. Aber wir kommen nicht in das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Wonach sucht ihr nochmal? Nach einem Fusionskern. Ist so eine Art coole Batterie. Aha. Das kann nicht so schwer sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Jo, danke, Preston. Okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid, was als nächstes ansteht. Eine fette Powerrüstung wartet da oben auf uns. Und eine fette Minigun. Das klingt schon mal ganz gut. Ja, Leute, das soll es aber trotzdem erstmal gewesen sein für dieses Mal. Wie gesagt, wenn ihr da Tipps und Tricks habt, haut sie raus gerne. Ansonsten werde ich mich da irgendwie versuchen, selber rein zu zocken. Und irgendwie wird das schon klappen. Gut, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr mehr sehen wollt von Halo, wollte ich schon sagen. Halo hatten wir erst. Fallout 4. Dann lasst ein Like da. Unterstützt es, wenn ihr Bock habt. Und seid beim nächsten Mal dabei. Haut rein und tschüss.